Hey Leute, willkommen zurück zu Amy. Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich kann nicht aufhören zu spielen. Nein, nicht weil ich süchtig bin, sondern weil das Spiel mich nicht lässt. Wenn ich jetzt nämlich aufhöre, muss ich das Kapitel nochmal ganz neu starten. Und das wäre ganz schlecht, denn die Arbeit ruft morgen. Und ja, ich möchte nicht nochmal alles von vorne spielen. Auf jeden Fall, hier kann ich nicht durch, wegen diesem Schlick. Jetzt ist halt die Frage, ja, wie wäre es, wenn ich mal Amy durch diesen Spalt schicke? Ich bin jetzt nämlich schon viermal hier gestorben, offscreen. Hab das jedes Mal wieder rausgeschnitten. Beziehungsweise einfach den Part nochmal neu angefangen aufzunehmen. Und sehe jetzt zum ersten Mal diesen Schlitz da unten. Na toll. Amy, do you see anything? Can you open it? Okay, ich weiß nicht, ob es das tut. Vielleicht tut es das ja, vielleicht auch nicht. So, komm. Braves Kind. Was? Ah! Och nee. Du Pennergesicht. Ah, ein Schlag, geil. Komm her. Das Problem ist nämlich wahrscheinlich, ich hab. Oh Gott. Wo kommt denn dann noch? Von euch Pennern. Ein Schlag. Wie geil ist das denn? Aua. Alter. Massenkeile. Zombiekeile. Ah, komm her. Nein. Alter. Mich verarschen? Oh, okay. Ja, das ist lustig, ne? Ja, Kena, da habt ihr euch was Tolles ausgedacht, um mich zu ärgern. Schicken wir doch mal der guten Lana oder dem guten Bruger 10.000 Zombies auf den Hals. Ja, damit komme ich klar, ne? Ihr Penner. Ah, wirklich. Ja, ich hatte nämlich schon gemerkt, meine ganzen Spritzen sind weg. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mal heilen, wenn die mich totknüppeln. Ist das nicht toll? Habt ihr euch gut ausgedacht? Ja, ja, ja. Die wollen mich wieder ärgern. So, Amy, komm, komm. Geh. Jetzt geh doch. Wie oft soll ich denn noch drücken? Achso, ich muss sie an der Hand halten. Natürlich. Natürlich. Geht ja nicht anders. So. Amy, do you see anything? Ja, jetzt aber schnell, Amy. Tante Lana hat keinen Spaß hier draußen bei den Zombies. Vor allem, weil ich die ganze Zeit kontaminiert werde. Okay. Okay. Hurry. Ja, ja, da kommen sie angerannt. Die Penner. Was soll das überhaupt? Ja, noch geht's, ja. So. Na komm. Arschgesicht. Ins Kreuz. Dir auch. Kriegst du sogar ins Gesicht, da hast du es lieber. Alter, warum dampft der so? Warum dampfen die denn so? Oh, komm her. Du willst es auch noch. Ja, komm. Ah. Ja, alle. Alle kriegt er so. Sag mal. Ja, komm, noch 10.000. Ist gut. Macht Spaß. Komm. Hackst du alle klein. Ja, komm. Ja, jetzt aber. Komm. Ja, lauf. Lauf, 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 Lana. Komm, Amy. Gib mir die Hand. Patsche Händchen. Oh. Da grunzt es alles schon wieder. Was? Über zerbrochenes Glas zu gehen, macht den Feind auf sie aufmerksam. Notausgang? Hä? Das war schon Kapitel 4? Okay, ja, komme ich mit klar, kein Problem. Aber warum so kurz? Das waren jetzt nicht mal zwei... Na gut, sagen wir nicht mal drei Parts, weil... Ja. Ellen? Raymond is after us and he knows where we're going. Okay, Lana, calm down. You can make it. We're on the second floor in the radiology wing. You can't send us an ambulance or something? We can't. Everyone's got their hands full here. Those of us who still have hands, anyway. And I haven't heard from the last group we sent out. Lana, you can do this. Lana, stop. You're making a terrible mistake. You don't have all the information. Professor, leave us alone. I won't let you hurt her anymore. I would never hurt Amy. She's the future of humanity. We need to meet. Let me explain. I've already seen your explanation. It's been trying to kill me ever since I left the center. What have you done? Are you insane? You destroyed a city because of Amy? These events surpass even my understanding, but they seem to be inevitable. I've always known that this day would come. I am not the cause, but Amy.
is the effect. She is my greatest accomplishment. I'll never let you touch Amy again. Lana! Lana! You're giving me no choice! Don't make me do this! Was ist jetzt los, verdammt? Okay, das ist wohl sowas wie der Twist in der Geschichte. Kapitel 5, Opferung. Gut, aber ich mache hier nochmal einen Cut. Ihr wisst Bescheid, ihr kriegt nichts davon mit. Und ja. War da etwa ein Schnitt? Nee, da war doch kein Schnitt. Nee, das, da müsst ihr euch täuschen. Nee, okay. Auf jeden Fall, Kapitel 5, die Opferung. Ja. Ich bin mal gespannt. Von so einigen Videospielmagazinen wird das hier als das schlimmste Kapitel angepriesen. Und warum kommt Amy nicht an meine Hand? Doch, tut sie jetzt. Hallo. Hast du Licht an? Amy, hast du Licht an? Jetzt hat sie Licht an. Boah, ist das düster hier, sag mal. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich kann die Kiste schieben. Hab ich denn überhaupt... Boah, da vorne steht ein Zombie. Ich hab's gesehen. Nein, aufhören zu schieben, Lana. Aufhören zu schieben. Komm, Amy, wir gehen nochmal zurück. Vielleicht legt hier irgendwo noch eine nette Waffe für mich rum. Oh, ich habe hier noch mein Brecheisen, sehe ich gerade. Ah. Aber das ist rot. Warum ist die Kondition rot von dem Teil? Das kann es doch nicht sein, oder? Okay. Ja, ist das spaßig. Haha. Zombies klatschen wieder. Das ist so düster, ne? Seht ihr was? Ich sehe kaum was. Und. Bam! Looks like I can't use this anymore. Ah, super. Das ist schön. Okay, Leute, ich mach gerade mal einen Ticken heller, glaube ich. Weil. Ja, schön, dass es kaum noch heller geht. Hahaha. Ich finde es doch schon erbärmlich dunkel. Hallo? Jetzt muss er das speichern. Natürlich musst du das speichern. Es wäre auch schön, wenn es gleich weitergeht. Amy, bleib hier. Wo rennt sie denn hin, sag mal? Okay, Amy, bleibst du mal hier? Hallo? Ich habe dir gesagt, hier bleiben. So. Okay. Was? Was? Ich hab nix. Ich hab keine Waffe und nix. Ah, Amy, komm. Amy, komm. Komm. Ah. Aua. Alter, was macht er mit Amy? Das steht. Ja, ich kann ihn kicken. Da komm jetzt, Amy. Komm! Komm! Amy! Au, okay. Nee, so geht's nicht. So geht's schon mal nicht. Oh, scheiße, ey. Oh, Mann. Ja, bitte. Warum habe ich denn jetzt. Sag mal, vor allem. Wie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja total fies hier. Opferung. Muss ich mich jetzt etwa opfern für Amy? Darauf kommt's wohl dann hinaus, ja? Naja, ich schieb das Ding erstmal weg. Was ist aber auch dunkel, hey. Sind wir jetzt eigentlich draußen? Ich glaube, wir sind rausgekommen im letzten Teil, oder? Ich weiß ja auch nicht. So. Jetzt prügel ich dir erstmal den Schädel ein. Erstmal schleichen. Schleiche, schleiche, schleiche. Und. Bats! Ja, ich weiß. Okay, Amy, du bleibst hier. Okay, macht Sinn. Braves Kind. Braves Kind. So. Jetzt will ich doch mal sehen. Ah, da kommt er schon. Ja, ja, ja. Hallo. Was, wenn ihr Kontaminationslevel hoch genug ist, halten die Monster sie für ihresgleichen. Bewegen sie sich langsam und ziehen sie die Aufmerksamkeit. Was? Dann ziehen sie die Aufmerksamkeit der Monster nicht auf sich. Okay, uah. Der sieht mich hier gar nicht. Ist der doof. Haha. Okay, geh er durch. Ah, guck mal, da ist wieder... Ah, Gas. Da bleibe ich mal schön raus aus dem Gas. So, was kann ich denn hier tun? Schönes. Ah, hier ist alles versperrt. Ja, das ist wohl jetzt beabsichtigt, dass ich hier kontaminiert werde. Mal sehen, reicht das schon? Ich bin ein Zombie. Ich bin die Zombie-Lana. Okay, die machen mir nichts geil. Das ist ja cool. Also, hier geht's schon mal nicht lang. Was ist mit dem Auto? Oh, guck mal, das kann ich benutzen, hä? Okay. Hä, kann ich das schieben? Nö. Gedrückt auf die Motorhaube. Das ist toll. Boah, das wird mir schon wieder zu krass hier. Sag mal, ich werd ja schon... Das geht alles so schnell. Guckt euch halt mal an. Okay. Ich komm mal zu dir, Amy. Halt mich mal kurz. Ein bisschen. So, ich stelle mich einfach mal zu hier, dann soll es ja besser werden. Ja. Ich heile mich mal nicht so viel. So, das muss reichen.
Das muss reichen. Jetzt warte ich ein bisschen. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich hier tun soll, aber hier ist alles zombieverseucht. Seht ihr das? Oh. Okay. Ist cool. Ja, ihr seid cool. Guck dich mal an, wie cool du aussiehst. Mit einer blassen Haut und dem Ding auf der Stirn. Ja, ja, ja. Geh ich mal lieber nicht so nah ran. Vielleicht den Container hier verschieben oder so. Ach, tatsächlich. Guck mal. Schau mal an! Mal Herz rein. Oh Gott, es wird schon wieder ganz schön krass, diese Farbe. So kirschrot. Erinnert mich so ein bisschen an Stalker. Ja, wenn man vor dem Reaktor in Tschernobyl war, dann hat sich das Bild auch so verfärbt, der Himmel zumindest. Okay, also, solange es noch so aussieht, ist es okay. Oh, wenn das kommt, wird es gefährlich, glaube ich. Genau, wenn sie so komisch trottet. Oh, Lana, jetzt auf. Da! Ah. Was? You have been spotted? Und das ist direkt vorbei? Was soll denn der Käse? Geräusche lenken die Kreaturen ab. Ja, das ist toll. Alles klar, also darf ich wohl nicht gespottet werden von den Zombies. Nur weil ich ein bisschen Krach gemacht habe. Ihr wollt mich da echt veralbern. Naja, komm, dann halt nochmal das Ganze. Wir schieben den Container beiseite. Ich hab so die Ahnung, das könnte jetzt ein wenig frustig werden, dieses... frustig, dieses Kapitel. Weil ich glaube, wenn ich nur gespottet werden muss, dann ist es schon vorbei und das ist gar nicht so leicht. Och, wie doof. Hätte ich jetzt noch ein komplettes Brecheisen, das wäre so episch. So, du bleibst hier. Dann würde ich ja alles zerbrezeln und alles kaputt hauen. Tothauen und zerstören. So. Warte mal kurz. Ja, das kenne ich schon, den Text. Oh, da sind sie wieder, die coolen. Die coolen Säue. Ja, ja. Ich würde halt wirklich gern wissen, ab wann es genug ist mit der Kontamination. Guck mal ihr Gesicht an, das sieht man. Ah, seht mal, die Augen werden schon so ein bisschen blass, habe ich den Eindruck. Die Adern wachsen im Gesicht nach oben, diese schwarzen. Jetzt, oder? Reicht das? Hallo? Also irgendwie geht das jetzt voll langsam, kann es sein? Ah! Hilfe! Hallo! Hallo! Nee, jetzt soll's reichen, komm. Das reicht. Das reicht, jawoll. So, ich schieb mal die blöde Kiste hier beiseite. Also ich darf nicht rennen. Was ist das denn bitte? Das ist schon tödlich, oder was? Wie kriege ich Amy hier durch, sag mal, wenn die Monster die ganze Zeit da rumrennen? Oh, guck mal, da blitzt. Das ist gewittert. Atmosphäre. So. Warte mal, kann ich vielleicht noch das Auto? Oder wird das... Naja, ich gehe zurück. Das wird zu knapp wahrscheinlich. Hallo, Kumpel. Ich bin einer von euch. Seht ihr, die haben da so ein Brandmal auf der Stirn. Aber ich will es mir nicht genau angucken. Ich vielleicht lieber schnell zurück zu Amy. Amy! Zombie-Lana kommt dich besuchen. Wie das aussieht. Ey, so krass. Ich würde gerne noch ein bisschen ranzoomen. Ich gehe jetzt schon mit dem Kopf näher an den Bildschirm. Aber... Okay, das reicht. Das reicht. Das reicht. Genug Gehalt. Das ist ja schon fast wieder normal, ne? Ja. Dumm. Dumm, dumm. Das dauert aber auch ewig hier wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ein bisschen eintönig ist es ja schon, will ich sagen, ne? Okay, jetzt ist es wieder rot. Lalalalalala. Gehen wir mal hier durch. Den kann ich ja auch verschieben, verdammt. Was soll ich denn hier alles verschieben? Ich komme mir vor wie in Tetris oder sowas. Und so krass ist es jetzt auch nicht. So, ja genau, den schiebe ich nach vorne. Ja, Lana. Starkes Frau schiebt ein Auto nach vorne. Das ist lustig. Okay, also hier habe ich jetzt auf jeden Fall einen Weg. Oh, lass mich. Ich muss schnell zu Amy. Ich habe was vor. Oh nein, oh nein. Komm, bitte nicht sterben, Lana. Jetzt nicht sterben auf dem Weg. Habe ich Spritzen? Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Heilung. Heilung. Oh, wie sie aussieht, ne? Oh, pfui, Lana, pfui. Ekelig. So, das reicht. Na, ah, das war zu viel, ne? Ja, das war schon wieder zu viel Gehalt. Das ist schon wieder normal, so ziemlich. Sag mal, wie fies, ne? So richtig fies. Ah, jetzt. Okay, immer wenn der Bildschirm so ein bisschen rot wird, glaube ich, kann ich es riskieren. Ja, kann ich. Sehr gut. Lass mich mal durchkommen, Bills. Euch nichts. So. Oh Gott, es wird schon knallerot hier. Ah, da hocken sie schon. Hallo. Was ist
denn hier los? Ah toll, hier muss Amy was aufzeichnen. Na, oh, das schaffe ich doch nie. Komm, Amy. Ich hoffe mal, sie kommt her. Komm, Amy. Renn einfach durch, mein Kind. Renn durch. Komm, winke, winke. Ich schaff's nicht, oder? Oh Mann, Amy. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Freedom! Oh Gott. Was machen die Typen denn da? Da hat sich an den Kopf. Greif mal auch gleich an den Kopf, wahrscheinlich weil ich gleich tot bin. Amy kommt halt auch nicht, ne? Oh Mann. Ich müsste mal stoppen, wie lange das jetzt geht. Wie lange habe ich Zeit? Ich guck mal gerade auf die Uhr. Oh, Amy, komm! Jetzt kommt sie jetzt tatsächlich. Amy, komm! Nein. Okay. Das ist keine halbe Minute. Ja, Date. Oh Mann, Leute. Das wird spaßig. Das wird echt spaßig. Was Geräusche lenken die Kreaturen ab? Das weiß ich doch. Ja, und schon wieder das. Komm mit, Amy. Tante Lana muss schon wieder eine Kiste verschieben. Und... hau ruck. Oh Mann, wie doof. Wie komme ich denn da hin? Ich muss wahrscheinlich irgendwie Amy dahin buxieren. Aber wie mache ich das? Ich muss erstmal Platz schaffen, dass ich da durchkomme überhaupt. Und selbst das wird ja eine knappe Angelegenheit. Bam! Looks like I can't use this anymore. Die ist doch nur verbogen. Die ist noch gut. Mano. Okay. Weißt du, wir machen das so. Komm, Amy. Ich glaube, du wartest mal ein Stück weiter hier vorne. Komm. Und jetzt wartest du. Genau. Hier bleibst du stehen, an der Ecke. Da habe ich nämlich immer noch die Möglichkeit, recht schnell zu dir zu kommen. Seht mal, die sind in meinem Kopf. Hallo! Hallo! Ist ihnen aber egal. Naja. Ach gut, hier kann ich gar nicht verseucht werden. Das ist schlecht. Hallo. Dreh dich mal rum, du Arsch. Dreh dich rum! Geh wieder zurück zu deinem Kumpel. Da. Warte mal, kann ich Amy jetzt schon hier rüber locken? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd, oder? Naja, das mache ich nicht. Denn ist das falsch und ich werde sterben und Amy auch. Der guckt natürlich genau in die Richtung hier. Der Affenbrosch. Aber ich habe schon einen Plan, was ich tun könnte. Ja, das ist vielleicht gar nicht so doof. Ich schieb mal die Kiste hier vor, dann kann er das nicht mehr einsehen, dieses Gebiet. Dann kann ich ja vielleicht schon mal Amy hier hinterstellen. Irgendwo. So, das reicht jetzt. So. Hallo. Ah! Och nee. Och komm. Ihr wollt mich doch verarschen. Ganz ehrlich. Wie soll ich das denn abschätzen, wenn ich genug kontaminiert bin? Das ist doch Quatsch. Das ist doch echt Quatsch, Leute. Jetzt mal ernsthaft. Ach komm. Nochmal. Nochmal. Das schaffen wir jetzt. Boah. Da, so. Okay. Wenn ich mir das doch noch aufheben könnte, das Brecheisen. Das wäre voll praktisch. Aber erstmal. Arschbacke. So, Amy, komm. Und du bleibst hier, junge Dame. Okay. So. Jetzt schnell durch. Lalalala. Oh, nee, das reicht nicht, oder? Egal, ich bleib jetzt hier, bis ich verseucht bin. Ist da hinten noch? Ich hab noch gar nicht da hinten geschaut, ne? Ich bin ja auch doof. Hallo. Das ist so lustig, ne? Hallo. Ihr seht mich nicht. Hallo. Streck mal kurz den Kopf raus. Interessiert euch nicht, ihr komischen Mongoloiden. Ach komm, ich geh jetzt einfach rüber. Dann habe ich mehr Zeit. Lalalala. Geh, Lanachen. Na gut, das heißt mehr Zeit. Jetzt muss ich auch wieder um das Ding rumlaufen. Oh Mann, wie bescheuert. Ich achte mal auf die Stimmen. Ja, jetzt kommen die Stimmen. Jetzt müsste es eigentlich... Ja, okay. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Kinderchen. Dann schiebe ich da erstmal die Kiste vor das Gesicht. Vor das Gesicht. So. Okay, weiter geht's nicht. Das müsste aber schon reichen. Warte mal, wenn jetzt Amy da hinten steht, reicht das schon, wenn ich jetzt hier hingehe? Habe ich das schon in Heilreichweite? Ja, tatsächlich. Okay, das reicht. Das reicht. Nicht zu viel. Nicht zu viel wollen, junge Frau. Ah,
komm, schieb, 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 schieb. Oh. So. Jetzt ganz schnell zu Amy. Komm, komm, komm. Gleich fängst du dann wieder zu humpeln an. Na komm. So, 1, 2, 3, 4. Okay, das reicht. Sollte reichen. Und das reicht auch für diesen Part, Leute. Jetzt mache ich wieder einen Cut und sage bis zum nächsten Mal mit Amy.